Hey, Ray! Was ist das mit Ihnen, Bundy? Haben Sie noch immer nicht genug Staub aufgeleckt? Ich meine, wir schlagen Sie durch die Gegend. Sie kommen zurück. Wieso? Wieso tun Sie das? Aus demselben Grund, warum Männer Berge besteigen. Oder alleine die Welt umsegeln. Aus dem einzigen Grund, warum ein vernünftiger Mensch etwas so Unvernünftiges tun würde. Stolz. Nein, Weiber. Ich bin ein Spinner, Ray Ray. Wir sind alle Spinner. Das hat ein Mann ebenso an sich. Vom ersten kleinen Wurm, den sie uns runterschlucken lassen, bis zur allerletzten Schaufel Schnee, die sie uns rumwuchten lassen, sind wir für die Frauen nichts weiter als ein Vergnügungspark mit Lebensversicherung. Warum sonst würden wir all diese idiotischen Dinge machen? Zum Beispiel, fährst du Ski? Nein. Du wirst es eines Tages, wenn es eine Tussi will. Wir werden es alle. Wir rasen so schnell die Hügel hinunter, dass man das Echo des Krachens unserer am Baum zerschellenden Knochen noch nicht vernommen hat, wenn wir uns schon wieder hochrappeln und sagen, ich bin okay. Die wissen, dass wir nicht okay sind. Ja, selbst wenn sie die Eichhörnchen nicht erwischt haben, die inzwischen mit unserer Habe türmen. Ein Blick runter auf die Farbe des Schnees müsste ihnen klar machen, dass wir vielleicht ein Trauma haben. Und wir waren alle schon im Fitnessraum, nachdem ein hübsches Mädchen vorbeiging und haben uns gesagt, am besten fange ich den heutigen Warm-up mal mit dem Drücken von 9 Tonnen an. Also du siehst, Ray Ray, solange es Frauen gibt, wird es Männer geben, die blödes Zeug machen, um sie zu beeindrucken. Und deswegen bin ich hier. Deswegen bist du hier. Deswegen sind die hier. Vielleicht wirst du eines Tages darüber erhaben sein, aber für mich ist es zu spät. Ich bin zu alt, zu verheiratet und habe viel zu viele Haare eingebüßt. Also, entweder drehe ich ab, damit sie cool dastehen vor ihren Mädchen, oder du stehst cool vor deinen da und tötest mich. Auf geht's. Ich schulde dir großen Dank. Und wenn es die Wahrheit war, warum du das alles getan hast, dann werde ich dich wohl auch um Verzeihung bitten müssen. Wofür, dass du eine Frau bist? Angenommen. Du, Mary Ellen, darf ich dich was fragen? Wenn ich nicht verheiratet wäre und das für dich getan hätte, könnte ich dich dann vögeln? Nein. Dann war's das wert.